meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Part 2 meines Black Friday Hauls. Und ich versuche euch das Paket jetzt zu zeigen. Ich bin gerade fast umgefallen, als der Postbote mir das gezeigt hat. Und ja, sorry, irgendwie sind 2 der 3 letzten Gymshark Videos entstanden, wo ich krank bin, wie man vielleicht hört. Aber hey, solange ich reden kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich euch das zeigen soll, aber hier könnt ihr sehen, dass da Gymshark draufsteht. Und das ist by far das größte Paket, das ich jemals von Gymshark erhalten habe. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt auf. Gucken, was da so drin ist, ob die Sachen passen. Ich bin sprachlos. Bevor ich hier mit dem ganzen Spaß anfange auszupacken, kommen wir erstmal zu meiner Storytime. Und zwar habe ich bei Gymshark ja am 19.11. bestellt, wo der Black Friday Sale halt bei denen war. Und ja. Wobei man dazu sagen muss, das war ja dann nicht Black Friday, sondern davor den Montag. Und habe um Punkt 16 Uhr eingeschaltet. Beziehungsweise ich habe schon 3 Stunden vorher alle Tabs geöffnet, die ich wollte. Oder von den Sachen, die ich wollte. Und habe dann um Punkt 16 Uhr angefangen, alles in den Warenkorb zu schmeißen. Hinzu kommt, war, dass viele Tabs sich neu gestartet haben, sodass dann der Countdown lief. Und als es dann anfing, ich auf der Startseite war. Also, dass ich die Sachen von den Tabs halt wieder neu raussuchen musste. Und dass mir somit natürlich viel Zeit verloren ging. Das waren aber zum Glück Tabs von Seiten oder von Sachen, die jetzt nicht so die Sachen waren, die ich hundertprozentig haben wollte. Also von daher war das okay. Aber ich war nicht mal in 5 Minuten durch, um die Sachen, die ich wirklich wollte, in den Warenkorb zu packen, zum Bezahlen zu gehen. Und dann gehe ich in den Warenkorb, komme erstmal in die Warteschlange. War da so 1 Minute in der Warteschlange und dann komme ich auf die Seite zum Checkout und dann steht dort, ja, also alle Flex-Leggings, die ich haben wollte, das war die korallfarbene, das war die graue mit dem pinken Band und das war die rote, die ich auch habe für meine Freundin, ausverkauft. Dann die Soulless Leggings, die Soulless Jogger in Sand, ausverkauft. Und das Ombre Crop Top in Grau und Rosa, ausverkauft. So, ich natürlich schon mega bedient, weil das waren die Sachen, die ich halt wirklich wollte. Das Ombre Top, weil ich halt die Hose dazu habe und die graue Hose, die ich dazu haben wollte, hätte ja zu beidem gepasst. Ausverkauft. Die Soulless Jogger, die super zu meinem Style gepasst hätte, so auch von Farbe her, ausverkauft. Ich war bedient. Habe dann die Sachen rausgepackt, habe mir neue Sachen reingepackt, die dann optional als Option B waren. Gehe zum Warenkorb, wieder ein paar Sachen ausverkauft. Und das ganze Spiel ging so 3-mal. Dann musste ich irgendwie notgedrungen in den letzten paar Minuten, die ich noch Zeit hatte, irgendwie, dass ich wirklich noch gute Sachen kriege, für meine Freundin und für mich noch irgendwas in den Warenkorb schmeißen. Und das Ergebnis war dann zum Beispiel dieses hier, was halt absolut nicht geplant war. Oder die Flex Leggings in Blau war die 3. Option, die ich überhaupt in Anblick genommen habe oder überhaupt für mich in Frage gekommen wäre, weil ich ja ursprünglich die anderen beiden wollte für 12,60 Euro. Nebenfakt, warum kostet eine Flex Leggings in Amerika 11 Dollar, wenn sie in Deutschland 12,60 Euro kostet? Wie funktioniert das? Dollar ist weniger wert als Euro. Egal. Oder andere Sache. Wie kann das sein, dass jemand, der in Argentinien wohnt, nicht nur sein Paket deutlich früher bekommt als ich? Gut, ist ja ein Riesending gewesen, aber ey. Wie kann das sein, der deutlich nach mir bestellt, sein Paket deutlich früher bekommt und all die Sachen kriegt, die ich haben wollte, plus zusätzliche Sachen und sie bei mir einfach ausverkauft sind? So, wie funktioniert das? Haben die in Deutschland nur 5 Größen oder 5 Hosen pro Größe gehabt? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall richtig bedient. So, dann konnte ich endlich zum Checkout gehen. Dann steht da schon mal 7 bis 10 Werktage oder 7 bis 10 Tage, bis die Sachen überhaupt verschickt werden. Ich dachte mir auch schon so, okay, cool, gut. Kann man ja nichts dran ändern, wenn da über, keine Ahnung, wie viele 1000 Leute bestellen. So, dann ich die 10 Tage gewartet, Paket immer noch nicht verschickt. Hab zwischendessen eine Nachricht bekommen, ihr Paket verspätet sich. Der Versand verspätet sich. Ich so, okay, cool. Und dann am Tag 12 habe ich dann, glaube, also ich habe 2-mal Gymshark dann angeschrieben, was da los ist. Und beides Mal hieß es dann, ja, ihr Paket wird verpackt und geht bald raus. Sie sollten bald Informationen kriegen. Und ich so, okay, cool. Am 12. Tag habe ich dann nochmal geschrieben, weil ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen oder was?
Und dann wurde mir gesagt, dass genau jetzt in dem Moment, wo wir schreiben, mein Paket gepackt wird und es sollte bald rausgehen und die Information sollte ich bald bekommen. Abends, glaube ich, um kurz vor 12. Nee, um 9:45, glaube ich, habe ich dann die Versandbestätigung bekommen, dass mein Paket rausgegangen ist. So. Jetzt, wo ich dieses Video drehe, sind 15 Tage vergangen. Was irgendwie nicht ganz hinkommen kann. Aber gut, irgendwie 15 Tage sind jetzt rum und das Paket ist jetzt bei mir. Ich bin mega enttäuscht, was dieses Black Friday Sale bei Gymshark anging, denn wie gesagt, es hat schon übelst ewig Probleme gemacht, überhaupt die Sachen zu kriegen, die ich wollte. Es sind jetzt ja ein paar Sachen dabei, die ich haben wollte, aber es sind auch viele Sachen dabei, da denke ich mir so, die wolltest du ja eigentlich gar nicht haben. Zum Beispiel halt dieses hier. Ich habe ja jetzt eine Leggings drin. Die wollte ich eigentlich haben, aber die wollte ich mit dem Sport-BH haben. Jetzt habe ich die Leggings, aber den Sport-BH nicht, weil der Sport-BH ausverkauft war. Ergo wird die Leggings höchstwahrscheinlich zurückgehen, weil ich nichts in der passenden Farbe dazu habe. Rein gar nichts. Ergo, völliger Fehlkauf, so gesehen. Ich bin richtig bedient, ich bin super sauer. Ich meine, ich freue mich, dass die Sachen jetzt endlich da sind und dass die auch qualitativ so hochwertig sind. Aber ich bin absolut bedient. Also, wenn das nächstes Jahr nicht besser funktioniert beim Black Friday Sale, dann. Ne, ne. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter mit den Sachen, die dann noch im Paket drin sind. Zuallererst haben wir hier die Leggings, die ich für meine Freundin mitbestellen sollte. Also, da ist noch eine drin, die, wenn sie mir nicht passt, höchstwahrscheinlich meine Freundin bekommt. Und zwar habe ich ihr die Fit Leggings in Cropped bestellt, in Größe M, weil das auch die einzige war von der schwarzen Fit Leggings. Also sie wollte die schwarze Fit Leggings haben und es war die einzige, die davon noch da war. Und daraufhin habe ich ihr die hier gekauft. Die kamen, glaube ich, 18 Euro im Sale. Ja, so, und dann haben wir das erstmal außen vor. Kommen wir zu den Sachen, die ich so accessoire-mäßig bestellt habe. Und zwar haben wir hier einmal so ein Schlüsselbandanhänger. Und da steht in schwarzem Druck halt Gymshark und auf der anderen Seite Be a Visionary. Und hier unten habt ihr dann das Ding zum, den Clip. Da will ich dann mein Fitnessband dran machen, den Wohnungsschlüssel meiner Schwester und so weiter. Dass ich halt also die anderen Sachen ein bisschen getrennt habe. Dafür habe ich den jetzt. Der kam 4,60 Euro. Normalpreis wären 6 Euro gewesen. Und guckt euch mal diese Beutel hier an. Voll niedlich. So. Dann haben wir hier schon ein bisschen größer ein Gymsack, ein Gymsack. Und zwar ist das so ein, naja, hier so ein, ihr wisst schon, so ein Beutel, den man, so ein Drawstring-Beutel, den man hier oben so zuzieht und so. Mein anderer ist irgendwie verschwunden, den ich sonst immer benutzt habe. Und jetzt habe ich mir halt den von Gymshark geholt, weil da passt definitiv alles rein, was ich brauche im Studio. Und der hat hier noch so ein Seitenfach, fällt mir gerade mal auf. Als nächstes hier die Barrel Bag. Ich meine, das ist die klassische Sporttasche von Gymshark. Genau, so. Das ist diese hier. Die ist wirklich echt klein. Also, die wird wahrscheinlich zurückgehen. Die sieht so aus. Auf der anderen Seite so. Hat hier das Gymshark-Logo, hat hier noch eine Tasche. Machen wir mal kurz auf. Gucken wir mal kurz rein. Die ist halt echt ziemlich klein. So, ich brauche was, wo ich alles reinkriege, wo meine ganzen Schulsachen auch noch mit reinpassen. Es hat hier an der Seite noch ein Schuhfach und ja, kann man dann hier auch noch ziehen und tragen und so. Und das ist halt der Innenbereich so und da passt nicht allzu viel rein. Also, sie ist zwar süß und so, aber sie ist für meine Zwecke, glaube ich, eindeutig zu klein. Deshalb brauche ich da gar nicht weiter gucken. Kann ich wieder einpacken, die geht zurück. Dann habe ich jetzt Alternative B, die hier bestellt. Das ist die Lifestyle Hold All. Die sollte vielleicht ein bisschen besser passen. Sich an meine Lebensansprüche anpassen. Wobei ich da auch absolut keine Ahnung habe. Ich hoffe zumindest, dass eine von beiden gut ist. Und zwar ist die so. Die sieht jetzt auch nicht so groß aus, aber wir machen, die packen die mal ordentlich aus. Okay, die sieht schon ein bisschen größer aus als die andere, aber auch nicht deutlich viel.
Die hat hier so ein Außenfach noch. Okay, da könnte man, glaube ich, auch Schuhe reinpacken, aber dann nimmt sie ziemlich viel Platz innen drin weg. Okay, also hier würde dann nur so das Nötigste reinkommen. Sie hat hier noch so ein Außenfach. Ihr könnt hier zum Beispiel Yogamatte oder auch eine Jacke reinmachen, wie ihr halt beliebt. Sie hat hier innen drinne noch ein riesen Extrafach. Also sie hat hier das Hauptfach. Das ist die Tasche, die ich euch gerade draußen zeige. Die machen wir mal hier oben rein. So, das wäre jetzt das Hauptfach und dann habt ihr hier noch ein Fach und ihr habt hier noch ein Reißverschlussfach. Also ihr habt da innen drin echt viel Platz. Ich habe dann hier auch den Tragegurt, der wirklich hochwertig zu sein scheint. Und hier hinten auf der Rückseite ist auch noch ein Fach. Also hier. Also ihr habt da wirklich extrem viel Platz in der. Und ich denke, mit der sollte ich zurande kommen. Ich werde nachher mal meinen ganzen Scheiß da so reinpacken. Gucken, ob die reicht. Auf jeden Fall sollte die stabiler sein, als die ich von Primark habe. Und die gucken wir uns nachher mal an. Ich bin sehr gespannt. Als nächstes ziehe ich hier aus meiner Kiste. Das Energy Seamless Crop Top in Sand. In Taupe. Und zwar sieht das so aus. Ihr kennt das Schwarze, das ich habe. Ihr habt das Grüne gesehen, das ich mir bestellt habe. Das in Sand ist genau dasselbe, halt nur in einer anderen Farbe. Ich werde es trotzdem natürlich anprobieren, um zu gucken, ob es passt. Aber ich hoffe es, denn das wollte ich schon seit Ewigkeiten haben. Und das war jetzt auf, glaube ich, 19 Euro reduziert. Da kann man ja eigentlich schon mal nicht nein sagen. Habe ich jetzt hier zwei Sachen, da bin ich echt gespannt, ob die passen. Denn so viele sagen, nehmt eine Nummer größer in der Hose, nehmt eine Nummer kleiner in der Hose. Die fallen sehr groß aus. Wenn ihr wollt, dass die eng sitzen, dann nehmt eine Nummer kleiner. Jessie hat eine Nummer kleiner genommen. Sieht dann aber bei Gymshark-Athleten wie zum Beispiel Elizabeth 6 oder so, dass die in dieser Hose eine S tragen. So. Ich trage normalerweise eine M in Gymshark-Hosen und die sind ja nun deutlich schmaler an der Hüfte, an der Taille als ich. Von daher bin ich sehr gespannt. Und zwar geht es um die Slouch Leggings. Da habe ich nämlich jetzt zum einen das Washed Khaki mir bestellt. Naja, man muss dazu sagen, ich bin hier oben ziemlich schmal, was das betrifft. Also so von vorne, aber von der Seite weiß ich es halt nicht. Könnte ein bisschen knapp werden. Werden wir anprobieren, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Drückt mir die Daumen, dass es passt. Wenn nicht, gehen die eindeutig zurück. Da werden wir heute gar nicht rumdiskutieren. Und dasselbe Problem habe ich dann wahrscheinlich bei der Beige hier auch nochmal. Die ist in Taupe. Also die könnte dann auch wunderbar zu dem Crop Top passen. Ja, naja, ihr wisst ja mittlerweile alle, wie sie aussehen. Ich finde die Farbe mega, mega schön. Ich meine, die haben natürlich ein bisschen Stretch noch so, aber an sich sitzen die halt. Dann haben wir hier die Flex Leggings. Die einzige, die ich kriegen konnte, und zwar in Deep Teal Ice Blue. Und auch nur in Größe S. In einer anderen Größe konnte ich sie nicht bekommen. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja, glaube ich, die rote Flex Leggings, die ich habe, ist ja, glaube ich, auch eine S. Ergo könnte diese ja vielleicht passen. Sie ist natürlich ziemlich, ziemlich eng, aber man muss dazu sagen, Flex Leggings, ach du Scheiße. Flex Leggings sind natürlich auch sehr flexibel, wie der Stoff ja schon sagt, aber ich bin echt gespannt, was die Länge betrifft. Also bei dem Model, das sie da immer zeigen mit den Crop-Hosen, die sind ja so 1,70 und ich bin ja nur 1,58, aber da die bei mir doch ziemlich high sitzen, könnte das komisch aussehen. Naja, wir werden es sehen. Wie gesagt, wenn sie nicht passt, kriegt sie meine Freundin zum Gucken, ob sie ihr gefällt. Und wenn nicht, ja, dann geht die halt zurück. Weil, ja, für die habe ich 12 Euro bezahlt. Das war die einzige, die so günstig dabei war. Es gab dieselbe noch in Full Length für 21, aber ich wollte halt keine 21 Euro für die jetzt bezahlen. Weil ich war halt echt pisst. Ich war wirklich pisst. Und passend dazu habe ich jetzt diese beiden Oberteile bestellt, da ich die Hoffnung hatte, dass es wenigstens ein bisschen von der Farbe her passt. Aber naja, nicht wirklich. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil zum Beispiel das Seafoam-Oberteil hier, das finde ich wirklich schön auch an sich von der Farbe. Das könnte man halt dazu anziehen. Wenn nicht, ist es aber auch nicht tragisch, denn man kann es auch super zu einer schwarzen Leggings einfach anziehen. Und ja, das ist aus diesem lieblichen, wunderschönen, weiter Seamless-Stoff wieder. Ob das passt, werden wir gleich angezogen sehen.
Und dann habe ich noch das weite Seamless Vest in Seafoam Green bestellt, dieses aber in Medium. Und habe dann erst später gesehen, dass viele sagen, bei den Vests sollte man lieber eine Nummer größer nehmen. Gerade erwähnt habe ich jetzt dann die Fit Leggings in Charcoal und Yellow, Citrus Yellow. Die wollte ich halt unbedingt haben, weil dieses Grau, finde ich, sieht mega gut an mir aus. Und das Gelb fand ich halt übelst killer so. Aber ich habe absolut nichts Gelbes. Ich habe was in Leo, yay. Aber ich habe halt nichts Gelbes. Und deshalb wird die Leggings wahrscheinlich zurückgehen. Ich werde sie natürlich für euch anprobieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückgeht, ist sehr, 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 sehr hoch. Die kam nämlich dann auch noch 24 Euro. Obwohl die schon im Sale war. Also Produkte der neuen Vital Seamless Kollektion. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Ich habe mir das Full Length Long Sleeve Oberteil in Blush Nude Mall geholt. Und das ist wirklich wunderschön. Das ist super weich vom Stoff her. Das habe ich in Größe L genommen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und falls das Oberteil halt irgendwie mir zu lang sitzt oder so, dachte ich mir, okay, kann man das ja irgendwie kloppen. Jetzt noch drei Produkte zu zeigen. Und zwar habe ich dann nämlich auch noch passend für die Vital Seamless Oberteil, habe ich mir die Vital Seamless Leggings bestellt. Ich wollte nämlich eine komplett schwarze Leggings mal haben. Wobei die ja auch noch ein bisschen grau mit drin hat, aber sie ist halt mehr schwarz als alles andere, das ich von Gymshark besitze, an Leggings so. Und zwar habe ich die in der M bestellt. Ausgenommen natürlich meine Fit Leggings in schwarz. Habe ich mir den Comfy Tracksuit bestellt. Und zwar in schwarz. Ich wollte den eigentlich auch noch in Slate Lavender haben, aber auch so eine Sache, die wieder ausverkauft war. Zumindest die Hose. Und ich brauche die Jacke nicht ohne Hose. Und zwar haben wir hier die Hose in Größe S. Der soll super groß ausfallen, aber ich habe keine Ahnung, ob die S mir vielleicht zu klein sein wird. Ich bin sehr gespannt. Weil ich fand den unglaublich schön. Ich wollte den unbedingt haben. Und ich wäre sehr, sehr traurig, wenn das nicht passen sollte. Was ich richtig geil finde. Vor allem so jetzt für den Winter. Aber ich glaube, der sollte passen. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Der ist richtig schön. Und dazu passen dann halt auch die Jacke. Die habe ich jetzt in Nummer größer genommen. Also beziehungsweise habe ich in M genommen. Sollte ja an sich passen, ist ja so meine normale Größe. Aber da halt der ganze Anzug irgendwie groß ausfallen soll, habe ich jetzt halt die Jacke trotzdem in der M genommen, einfach um aufs Nummer sicher zu gehen. Und ich denke, das sollte passen. Werden wir anprobieren. Bei mir ist sowieso klar, dass ich ein Camel Toe in dieser Hose haben werde, weil A ist hier ein Front Seam und B ist sie halt eine Nummer kleiner. Aber das ist ja eigentlich auch nur eine Hose für zu Hause. Ich habe jetzt auch gerade echt beschissene Unterwäsche an. Und wenn ich jetzt ein T-Shirt drüber habe oder so, dann sieht man das noch nicht. Aber was mir wirklich sehr gut gefällt an dieser Hose, ist erstmal die Länge. Sie ist also nicht super lang. Sie sitzt perfekt bei mir. Aber, also, ja. Also ich wusste ja, dass die einen tollen Po macht, aber ich meine, gut, ja, jetzt sieht man hier so ein bisschen von dem Ekelscheiß so, aber ey, die ist auch eh nur für zu Hause. Also ich bin super begeistert von der Crop Top, das passt wunderbar, so wie das alte, wie das schwarze auch. Es ist natürlich ein bisschen locker hier so, aber in der M wäre es mir zu klein. Deshalb, die L passt super. Gibt genug Stabilität und das passt wunderbar. Und ich finde auch die Farbe echt super angenehm bei mir und das ist top. Da kann die Hose auch noch wie sitzen. Aber so würde man ihn ja jetzt nicht so sehen. Aber ich bin absolut begeistert, was diese Hosen für den Hintern machen. Und ich bin ganz ehrlich, in der M hätte das vielleicht hier besser gesessen, was ich aber auch nicht mal glauben würde. Sondern ihr seht ja, dass ich trotzdem noch übelst viel Luft so zum Atmen habe. Aber ich wüsste halt nicht, ob das hier hinten auch alles so schick gesessen hätte. Und das finde ich wirklich schick. Wirklich, wirklich schick. Ja, also werde ich die wohl doch behalten. So, und jetzt kommen wir zu dem Tracksuit.
Und ich muss sagen, also, das ist jetzt eine S, die ich trage in der Hose. Und da ist trotzdem noch sehr viel Luft. Die sitzt super bequem. Heißt, da kann ich auch noch richtig viel essen. Die Hose passt trotzdem. Auch an den Beinen ist sie nicht zu eng, sitzt nicht zu locker. Ich habe mega viel Raum drin. Auch von hinten sieht sie gut aus für eine Jogginghose, für eine locker sitzende Jogginghose. Und wie gesagt, ihr habt hier vorne halt das Gymshark-Logo, das halt bis hier und hier geht. Und dann schließt das halt hinten an der Jacke an. Und zu der Jacke, also ich muss mich an den Schnitt noch ein bisschen gewöhnen. Ich komme mal kurz zu euch. ich muss mich an den Schnitt gewöhnen, denn also sie sitzt super in der M. Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht noch eine Nummer größer genommen habe. Ich hätte auch eine Nummer kleiner nehmen können, glaube ich. Also sie sitzt schön hoch, so wenn sie zu ist. Die Kapuze finde ich ein bisschen komisch. Also, ne? Aber ist okay. Nur es ist für mich zum Beispiel eine Jacke, die ich wahrscheinlich offen tragen würde, so. Ja, auf jeden Fall finde ich die super bequem. Die sitzt richtig angenehm. Beides, Hose und Jacke. Und es war definitiv ein guter Kauf. Die beiden Sachen werde ich definitiv behalten. Beziehungsweise die drei Sachen, die ich trage. Und mega bequem. Ja, also wie gesagt, oh Gott, ist das gerade hell hier. Es ist super bequem, es ist super angenehm. Es sitzt nicht zu eng, nichts gar nichts. Ich habe jetzt das Crop Vest drunter in das sandfarbene. Deshalb, wenn ihr hier so eine Delle seht, ist es davon. So, besser. Also hinten sitzt es auch echt angenehm. Das passt sich super an. Vorne, es passt super zu schwarz. Also ich kann es auch hierzu super anziehen. Es sitzt natürlich am Bauch ein bisschen enger. Das ist ja logisch. Aber ich finde es jetzt irgendwie nicht unangenehm. Wie gesagt, also ich kann, wenn ich es jetzt so anziehe, wäre es voll okay. Ich bin halt nur kein, ich weiß halt nicht, ob ich das Oberteil an sich so tragen würde. Deshalb würde ich das eher mal erst der Freundin geben zum Anprobieren. Also ich finde es voll okay. Es sitzt super. So. Und bei dem weites eben das Oberteil ist es halt wie bei den anderen auch, wie bei dem Sandfarben, das ich habe, wie bei den schwarzen, das ich habe, dass der Kragen natürlich ziemlich weit oben sitzt. Dass der auch immer ein Stückchen höher rutscht, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Von den Ärmeln her wirft es halt wieder ein bisschen Falten, aber so ist das halt in der L. Wie gesagt, ich finde das auch in der Kombination zu den schwarzen Teilen super. So, jetzt haben wir die Flex Leggings. Ich muss sagen, die S passt. Das ist nicht das Problem, aber... ja, also, ich bin mit der Größe oder beziehungsweise der Länge am Bein absolut nicht einverstanden, denn da ist immer noch so viel Platz. Also es ist, als hätte ich jetzt, als wäre ich jetzt das Model mit 1,70 Meter, das auch so viel Beinlänge offen hat, was ich nicht, halt nicht verstehe, wie das gehen kann, so. Ja, deshalb, also, wie gesagt, ich liebe die Flex Leggings. Die sitzen alle wunderbar, sind traumhaft schön, aber ich werde sie eher der Freundin erstmal geben, weil mich halt diese Länge kaputt macht. Also vielleicht stört sie das nicht, aber für mich ist es ein absolutes No-Go. Auf jeden Fall mit dem Oberteil zusammen wäre eine Option, die funktionieren würde. Klar, es ist nicht dieselbe Farbe, aber es wäre jetzt kein Weltuntergang. So. Und jetzt habe ich die Seamless-Sachen angezogen. Ich meine, ihr wisst jetzt, warum ich kein Make-up trage und keine ordentliche Frisur, weil sowieso alles für den Arsch wäre. Ich muss sagen, ich meine, ich finde die Sachen mega bequem. Was mich nur wieder nervt, ist, dass sie das Problem mit dem Nacken hier immer noch nicht behoben haben. Aber gut, okay. Auf jeden Fall finde ich, dass das deutlich besser sitzt, auch an den Ärmeln. Ich weiß zwar nicht wieso, weil es halt auch eine L ist, aber es sitzt deutlich besser. Ich habe es jetzt mal geknotet, aber selbst wenn ich das jetzt entknote und runterziehe, also ich weiß halt nicht, ob ich das so tragen würde, weil ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Deshalb, also ich würde das ja, wenn dann auch in Kombination mit anderen Sachen, wenn dann halt so
irgendwie gecroppt oder geknotet anziehen, weil ich das ganz süß auch finde. So, ja. Aber ich finde das jetzt deutlich besser. Es würde auch besser die Muskeln zeigen, wenn ich welche hätte. Aber zur Hose. Ja, also man muss sagen, die sitzt natürlich wunderschön. Ich habe jetzt die Größe M genommen und damit habe ich auch echt noch gut Luft. Also die sitzt nicht zu eng, nichts, gar nichts. Die sitzt, ist auch butterweich, sitzt echt angenehm, hat sehr leichtes Kontur, das man halt fast gar nicht sehen kann, was ich sehr angenehm finde. Ich weiß gar nicht, ob hinten überhaupt welches ist, aber ich weiß, auf den anderen Farben ist welches. Ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt so ein Riesenunterschied sein soll, dass die jetzt so viel besser ist als die alle anderen. Ich meine, natürlich schwarze und graue Leggings machen super Po, wie man jetzt unschwer sehen kann. Aber wir können ja nochmal gucken. Ja, die ist blickdicht. So, und ich meine, das ist dann auch das Letzte, das ich zum Anprobieren habe. Und zwar ist das die Fit Leggings in Charcoal und Citrus Yellow. An sich finde ich die ja wirklich toll. Wie gesagt, Problem ist nur, ich habe gerade meinen ganzen Kleiderschrank durchsucht. Ich habe nicht eine gelbe Sache. Ich habe zwar zwei Pullis, wo ein bisschen was Gelbes drauf ist, aber der Hauptaugenmerk liegt halt auf dem gelben Band. Das wäre schon mal was anderes. Hätte ich wenigstens den Sportsbra dazu, aber den gab es ja leider nicht mehr. Oder halt wenigstens ein T-Shirt in gelb. Aber ja, was mich bei der gerade ein bisschen nervt, ist halt auch, dass man so die Zellulite hier zumindest bei mir sieht. Ich meine, klar, sie macht wieder einen wunderschönen Po, so wie alle Fit Leggings. Aber ich verstehe es halt nicht, ob die irgendwas an den Bändern geändert haben. Aber es ist jetzt eine M und die sitzt nicht eng anliegend. Also die klebt nicht, so wie sie kleben sollte. Ich meine, ja gut, wenn ich mich jetzt bewege, sitzt sie fest. Aber beim Anziehen halt, weiß nicht, irgendwie hat die keinen Grip mehr so. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Wie gesagt, an sich ist sie total toll und auch das Grau macht einen wunderschönen Po. Aber für mich eher ein No. So, und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt, was in der Sporttasche drin ist. Und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Also, wenn ich die jetzt so hoch halte, hat die fast gar nichts an Gewicht. Wenn ich mir die auf die Schulter schmeiße, ist die auch super angenehm. Also, ich bin wirklich begeistert. So, wir fangen mal hier vorne an. Ganz hier vorne, wie ihr gerade sehen könnt, habe ich hier rechts meinen Regenschirm drin, habe hier vorne die Medibag und meinen Schlüssel für die Arbeit. Hätte ich hier sogar noch ein Fach, um was reinzumachen. Heißt, alles, was ich so dauerhaft brauche oder schnell Zugang brauche, ist hier vorne drin. Dann ist hier an der Seite eine Tasche, wo das Technik gerade dran hängt. Da sind, da kann ich die Taschentücher eigentlich auch rausnehmen. Jetzt in der Jahreszeit brauche ich Taschentücher eigentlich öfter. Taschentücher kommen jetzt auch hier vorne nochmal rein. So. Das Gute ist aber schon mal, außer jetzt bei der Medibag, ist das so verschlossen, dass hier nichts rankommen kann, also an Wasser oder so. Klar, wenn Wasser raufkommen würde, es jetzt nass werden, aber es kann halt nicht reinlaufen. Und ich hätte trotzdem noch hier vorne Platz, um mir meine Jacke dazwischen zu hängen oder so. Und das kann ich halt auch noch verstellen. Habe hier an der Seite jetzt gerade meine Pillenbox drin, wo meine ganzen Vitamine und so drin sind. So, dann mache ich sie auf. Hab dann halt, wie gesagt, hier auch noch den Tragegurt, den ich dazu nutzen kann. Das können wir jetzt auch abmachen. So. Bam, bam. Tragegurt machen wir mal gleich mit ran. So. Oh. Und wenn ich den Tragegurt jetzt hochnehme, ist die Tasche genauso leicht, wie wenn ich sie über die Schulter trage. Hier ganz hinten habe ich jetzt gerade nichts drin in dem Fach. So, aber wenn ich die Tasche jetzt aufmache, könnt ihr sehen, sie ist voll gepackt. Es ist alles drin, was ich brauche. Und ich hätte trotzdem noch Platz hier vorne oder auch drin, um noch mehr mitzunehmen. Und sie würde trotzdem nicht viel schwerer sein. Und ihr könnt sehen, also die ist echt super. Also ich weiß nicht, wie Gymshark das gemacht hat, aber vom Gewicht-Platzverhältnis ist sie wirklich einwandfrei. Also die bleibt definitiv. Die Barrel Bag ist halt zu kurz, auch wenn die mega cool ist so an sich. Aber die hier ist die deutlich bessere Variante und ich glaube, Kind hat vergessen, ein Outro zu filmen, also gibt es das jetzt hier noch kurz. Ich hoffe, euch hat dieses Gymshark Haul Video gefallen. Wirklich, ich habe so lange darauf gewartet, dass die Sachen endlich kommen und bin wirklich glücklich mit den Sachen jetzt, wie sie hier angekommen sind und was bei rumgekommen ist und ja, im Großen und Ganzen bin ich wirklich, wirklich sehr zufrieden. Das Einzige, wo ich halt nochmal so eine zweite Meinung einholen werde, ist bei der Beige's Lounge Leggings. Da bin ich mir nicht ganz so schlüssig.
Halt, weil die doch ein paar mehr Stellen so zeigt, die man vielleicht nicht unbedingt sehen will, auch wenn man sie nur zu Hause anzieht. Deshalb werde ich da mit meinem Freund nochmal Rücksprache halten, aber ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es getan hat, dann lasst doch dem Video ein Like da. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet in dem Haul, was ihr für Kombinationen oder Looks gut fandet. Und ja, generell so eure Meinung. Und wie gesagt, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.